Seid mir gegrüßt, Recken des Imperiums, und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge Mount & Blade 2 Bannerlord. Wir befinden uns in einer großen Schlacht gegen Vlandia, zusammen mit dem westlichen Imperium, und ich bin mal gespannt, wie das ganze Ding ausgehen wird. Ich speichere vorher nochmal, denn das habe ich am Ende der letzten Folge noch nicht getan. Und dann würde ich sagen... hallo? Speichern? Dann gehen wir da natürlich selber rein. Denn das werde ich bestimmt nicht auswürfeln lassen. So, Aufnahme löppt. Oh nein. War das jetzt ein Fehler? War das jetzt ein Riesenfehler? Nein, okay, alles gut. Ich hatte schon ganz kurz Befürchtungen. So, jetzt habe ich natürlich nicht das Kommando über die Armee. Ich habe nur meine eigenen Truppen. Dann würde ich sagen, halte ich meine mal ein bisschen zurück. Nahkämpfer, Schildwall. Alter, wir haben nur 4 Bogenschützen. Wir tragen ja echt gar nichts dazu bei hier gerade. So, ich bleib bei der Kavallerie. Die können mir mal folgen. Bringt mir jetzt natürlich gar nichts, hier jetzt irgendwie auf Taktik zu gehen, weil mit meinem kleinen Trupp kann ich eh nicht viel machen. Ich muss jetzt einfach versuchen, die hier nach bestem Willen zu unterstützen. Am besten gehe ich sehr viel auf Fernkampf. Das heißt, eigentlich macht es wenig Sinn, jetzt hier mit der Kavallerie rumzureiten. Oh Mist, da hat es schon einen erwischt. Lass meine Kavallerie einfach mal am Rand stehen. Mit meinem Pferd. Das kann auch hier bleiben. Kavallerie. Einmal hier hin. Schützen. Zu mir. Sind zwar nur 3 Mann, aber ist okay. Infanterie auch mitkommen. Ich habe halt noch nur 17 Armbrustbolzen, ne? Das ist halt echt, echt wenig. So. Wer ist da jetzt wer, ne? Das wäre natürlich gut zu wissen. Okay, das da drüben sind auf jeden Fall Gegner. Ah, der hat abgeblockt. Jetzt aber Treffer. Wo sind meine Männer? Fußsoldaten, bitte einmal alle hier hin. Kavallerie. Ich bleibe jetzt einfach, wie gesagt, mal bei den Fährkämpfern. Probier da ein bisschen was zu hitten. Oh, wir machen ganz schön Fettverluste gerade. Ich habe mich natürlich auch direkt mit der stärksten Kavallerie-Fraktion hier angelegt. Oder Vlandia ist meiner Meinung nach irgendwie generell eine der stärksten Fraktionen. Das jetzt so die beste Idee war. Aber naja, ich habe mich von Anfang an fürs Imperium entschieden in diesem Let's Play. Und da werden wir jetzt auch dran festhalten. Oh, hier geht auch schon los. Nieder mit dem Vlandian! Ich kann das echt schwer auseinanderhalten, wer hier zu wem gehört, ne? Das da sind auf jeden Fall Gegner. Was hier abgeht. Na, jetzt kommen noch mehr von mir dazu. Ich habe leider gleich keine Munition mehr. Oh Gott. Jetzt habe ich natürlich auch, meine Truppen sind natürlich jetzt auch rot von der Farbe her. Das heißt, schwer zu sagen, wer jetzt hier wirklich dazugehört. Das ist auf jeden Fall ein Feind. Ich glaube, ich steige jetzt doch mal wieder auf. Das macht keinen Sinn hier. Ich lasse die mal von den Sergeants. Wo habe ich denn jetzt den Speer her? Habe ich den aus Versehen aufgehoben? Das wollte ich gar nicht. Ich kümmere mich mal ein bisschen hier um deren Bogenschützen. Oh nein, mich hat's erwischt. Scheiße. Ich komme irgendwie nicht zu meinen Teammates. Ah, hier, Nadea.
Und sie ist auch weg. Ah, das ist scheiße. Wir ziehen uns mal zurück. Das wird nix. Das wird nix. Wir haben auch viel zu viele Männer verloren. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Scheiße! Who are you? Was wäre nötig, damit ihr... Ja? Was wollt ihr haben? Oh, 70.000! Du bist so ein Arschloch. Haben wir noch irgendwelche Alternativen? Guck mal, wenn ich dir hier so ein bisschen Waffen und so... Boah, das war ein richtiges Desaster. Scheiße, ey. Der Krieg mit Vlandia war eine Scheißidee. Ja, das macht's irgendwie alles nicht besser. Ja, ich will so wenig wie möglich bezahlen. Aber wenn ich das Kommando über die gesamte Armee gehabt hätte, wäre es halt so viel besser gewesen. Na, es führt kein Weg dran vorbei. Also 70.000 muss ich auf jeden Fall bezahlen. Mehr noch, mehr noch. Er ist ein gieriges Stück Kacke. Kann ich dir noch Samt geben? Ja. Okay. Ich muss ein bisschen Geld mir noch zurückhalten. Oh, jetzt kommt halt noch die andere Armee, ne? Und ich bin halt auch so langsam, weil meine Truppen verwundet sind. Kritisch. Ganz kritisch. Es könnte sein, dass wir gleich nochmal Geld ausgeben müssen. Okay, nee. Die kümmern sich da vorne um die Imperialen. Es tut mir leid. Oh Gott, die sind immer noch hinter mir her. Ich fliehe nach Lageta. Jo, was willst du? Hau ab. Oh, okay, ich brauche erstmal Truppen. Bisschen was von dem Rest verkaufen, was hier noch übrig ist. Also das war ein richtiger Schuss in den Ofen. Na, Samt werde ich hier nicht los. So, Gefangene kann ich noch verkaufen. Centurion ist noch hier. Meine Wunden werde ich mal kurz heilen. Das kostet mich zwar auch gut Geld, aber es ist okay. Wie sieht es mit meinen Leuten aus? Die werden dadurch nicht geheilt. Schade. Ich muss probieren, von denen wegzukommen. Wobei, er hat weniger Leute. Was hat er denn so dabei? 31 Kavallerie, 30 Fernkämpfer. Den könnte ich doch besiegen, oder? Ich meine, ich habe auch eine Menge Kavallerie. Wobei, wenn ich mir das hier mal so anschaue, so viel ist davon tatsächlich gar nicht mehr übrig. Probiere ich's? Ach komm, ich probier's. Risiko! Ja, siehst du, jetzt hast du nämlich keinen Bock mehr. Ich muss jetzt bloß aufpassen, der wird versuchen, zurück zu seinen Leuten zu kommen. Ja. Ach Mann! Dieses Spiel gönnt aber auch nicht. Nein, ich will Rayner nicht verkaufen. Verheiraten. Das ist ja quasi das Gleiche. Im Mittelalter ist das quasi das Gleiche. Ah, noch ein Centurion. Ich habe echt die Arschkarte gerade. Es läuft nix. Achso, wir haben ja noch das Schlachtross, ne? Ist das besser? Oh, das ist viel besser. Kann von euch noch einer ein Schlachtross gebrauchen? Rotix ist sowieso Infanterist. Du kannst das Ding nicht reiten. Na, du kannst es noch nehmen. Ich probiere den da mal ein bisschen wegzulocken. Wenn er so geil auf mich ist. Ah, jetzt wird er sowieso angegriffen. Unterstützen wir. Warum? Ich hab geschworen, nicht anzugreifen. Ach so, weil... Ja, gut. Weil ich mich freigekauft habe. Deswegen kann ich die jetzt gerade gar nicht angreifen. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. Aber das Gute ist, um Vlandia brauche ich mir keine Sorgen machen, dass die hier irgendwie meine Siedlung angreifen. Das ist nämlich sehr unwahrscheinlich, dass die den weiten Weg auf sich nehmen. Hallo? What is your name? Moin, ich bin die Aldor.
Ich könnte nur Vasall werden. Vasall werden will ich nicht. Ich brauche irgendwelche kleinen Trupps von den Vlandiern, die ich besiegen kann. Das wäre jetzt schön. Wo kommst du jetzt her? Ach so. Okay. Wie kriege ich Unterstützung von denen? Von den Batanian. Okay. Ja gut, das brauche ich gar nicht selbst schlagen. Das ist ja easy gemacht. Müssen wir mit denen auch noch die Beziehungen ein bisschen verbessert haben? Kann ja nicht schaden. Hier ist noch ein Versteck. Das Versteck könnten wir noch machen. Southern Enslavers und Tiberias haben Frieden geschlossen. Okay. Ja, machen wir das Versteck noch schnell. Dürfte uns auch noch ein bisschen Ansehen bringen. Wir müssen Clanrang 4 werden. Das dann, da kommt mehr Pep rein hier. Wir brauchen mehr Pep. Ich kann halt so viele geile Mechanics noch gar nicht nutzen. Wie eben auch eigene Kriege. Ich könnte zwar Vasall werden, aber es bringt mir halt nicht viel. Ich würde es mir nur mit dem Imperium verscherzen. Wenn ich dann auf einmal die Treue breche. Oh, was waren das denn gerade für Sounds? Okay, meine Leute sind halt viel schneller als ich. So, ich nutze den High Ground. Wenn ich irgendwie niemanden sehe, sind das da unten jetzt Gegner? Nee, das sind doch meine Leute. Wo sind die denn alle? Oh Gott, hier komme ich nicht weiter. Unsichtbare Wand. Ja gut, das ist ja jetzt nicht sehr spektakulär, was ich hier mache. Ich sehe auch nichts. Es ist alles zu dicht hier. Da hinten sind ein paar Gegner. Ja, unsere eine Gefährtin habe ich auch noch gar nicht benannt. Fällt mir gerade mal so auf. Ich komme hier nicht durch. Viel zu dicht. Kommt, lass mich wenigstens einen abschießen. Jawohl, Headshot. Okay. Naja, wenigstens das Duell mit dem Anführer kriege ich noch. Das ist ja schon mal etwas. Na, komm her. Ich will noch ein Thumbnail. Wir haben noch keins für die Folge. Wie machen wir es denn? So? Ja, von der Seite ist, glaube ich, geiler. Gut, nicht optimal. Aber wir nehmen's. Wir wollen ja nicht wählerisch sein. So, jetzt will ich aber ein bisschen Ansehen sehen. Oh, 4,2 bloß. Es zieht sich echt wie ein Kaugummi. Widerlich. Einfach nur widerlich. Sonst bin ich immer einfach nur Vasall gewesen. Irgendwie, keine Ahnung. Da ging es irgendwie immer schneller. Wenigstens Söldner, aber die Option haben wir jetzt nicht mehr. Warum auch immer man als Besitzer einer Stadt nicht mehr Söldner sein kann, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. So, vom rein logischen her. Weiß ich nicht so ganz, was sich die Entwickler da gedacht haben. Oh, das Speichern dauert auch immer länger. So, wer hat denn hier Skillpunkte? Du hast einen Skillpunkt in einhändig. Kavallerie, 5% mehr Nahkampfschaden. Ja, nehmen wir mit. Galen von Vlandia. Ausstrahlung.
Der könnte eigentlich mal wieder seine Karawane leiten. Wir haben noch genug Geld. Warum also eigentlich nicht? Dann gehe ich doch einfach mal hier oben hin und schicke den nochmal los. Well, good day to- Moin, Karawane bitte. Nee, warte mal, der ist ja gar nicht in meinem Trupp. Dann holen wir den erstmal zurück. Well, good day to- yeah, so- Moin, ich wollte dich gar nicht ansprechen. Tut mir leid, es war ein Versehen. So, dann gucken wir mal, was die Vlandia hier unten sagen. War da irgendwo noch jemanden überfallen können? Wir sind bloß Plünderer gerade die ganze Zeit. Ist doch ein schöner kleiner Trupp. Ah, hier tummeln sich aber auch ganz schön viele von denen. Ich lasse mal nicht ganz so schnell laufen. Ja, der wird safe zur Burg gehen. Na klar. Kleiner Feigling, du. Komm, du hast doch keinen Ausweg. Bitte. Alter, wie er Tempo aufbaut auf einmal. Ja, die fliehen wieder in die Burg. Ah, das ist nervig. Ich gehe hier gerade auch ins tiefste Vlandia-Gebiet. Das ist auch gar nicht so gut. Ich könnte probieren, die Burg hier unten anzugreifen. Wenn ich jetzt noch eine Armee zusammenstellen könnte, ne? Das wäre der Hammer. Wie viele Verteidiger haben die denn? 65? Ich könnte das Ding vielleicht sogar so einnehmen. Ist zwar sehr viel Glück abhängig. Es darf halt keine Armee dazu stoßen währenddessen. Aber ich könnte es theoretisch schaffen. Ich probiere es, glaube ich, mal. So, wir machen Triborke. Und einen Rambock hätte ich gerne. Darf ich keinen machen? Doch, da. Sehr schön die Umgebung im Blick behalten. Da vorne sind Imperiale. Helft mir doch, bitte. Die wollen nicht. Zu schade. Ich finde es auch ein bisschen doof, dass man seinen Leuten nicht sagen kann, die sollen einem folgen, wenn sie nicht in deiner Armee sind. Das gab es zum Beispiel bei Freeman Guerilla Warfare. Das ist so ein Spiel, das ist so ähnlich wie Mount & Blade. Da kannst du den Leuten sagen, dass sie dir einfach hinterherrennen sollen. Das wäre natürlich sehr praktisch gewesen hier jetzt bei der Belagerung. Aber wir kriegen es, glaube ich, auch so hin. Ah, da kommt jetzt schon jemand zur Unterstützung. Muss jetzt ein bisschen aufpassen. So, theoretisch könnten wir jetzt nämlich schon angreifen. Allerdings nur mit Belagerungsleitern. Da verlieren wir ganz schön Truppen. Die kriegen jetzt natürlich auch die ganze Zeit Milizen noch dazu. Ja, ist kritisch, kritisch. Ah, da kommen jetzt noch Verbündete von denen. Dann müssen wir es jetzt probieren. Ich speichere nochmal. Könnte sein, dass wir jetzt hier richtig auf dem Sack kriegen, aber ich hoffe natürlich das Beste. Was sagt die Folgenlänge? Wir sind bei 18 Minuten, das schaffen wir sogar noch. Dann belagern wir jetzt nochmal die Burg. Wenn wir die eingenommen kriegen, das wäre super. Hätten wir wieder eine Stelle, wo wir schön halten können. Und dann einfach ein bisschen Ansehen farmen dadurch. So, warum seid ihr... Die Formation mal zumachen hier. Haben wir gar keine... Hä, haben wir keine Kavallerie mehr? Achso, stimmt, wir belagern ja. Hab mich gerade ein bisschen verwirrt hier, die Aufstellung. Ja, dann, automatische Aufstellung. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Da macht das natürlich Sinn, dass das ein bisschen aufgeteilt ist. So, und, Infanterie nehmen wir auch noch ein bisschen. Haben wir da noch Kommandanten? Du hast erhöhten Nahkampfschaden. Verringerter Schaden durch Fernkämpfer, das ist gut. Schaden gegen berittene Truppen bringt uns natürlich gar nichts. Du hast erhöhten Nahkampfschaden. Das bekommen die.
Weniger Moralschock. Ja. Nehmen wir auch mit. Schaden gegen Kavallerie. Ich weiß nicht, ob das auch zählt, wenn die abgesessen sind. Ich gebe den einfach mal da noch mit rein. Aber dann passt das so. Ah, Leute, macht Platz! Macht Platz, Männer! Lasst mich durch! Das ist ein komisches Burglayout. Habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mir erstmal angucken. Wo können wir hier überhaupt ran? Wo sind denn hier die Mauern? Was ist das denn? Das ist ja ganz weird. Also, die, nicht die Mauern, aber die Leitern. Wo kommt man denn hier ran? Ah, hier sind Leitern. Ja, ich muss absteigen. So, Headshot. Ah, die Mauern sind relativ unbewacht. Das könnte gut werden. Die Armbrust braucht so lange zum Nachladen. Das ist, ich muss das mehr skillen. Sag mal, wirst du die Leiter wohl stehen lassen? Du spinnst wohl. So, weg mit dir. Wo ist denn unsere Infanterie? Kann hier mal jemand kommen jetzt? Dann gehe ich halt alleine da hoch. Von mir aus, wenn ihr das so haben wollt. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ich stürme die Mauern einfach so. Oh Gott, sie schießen auf mich. Aua, wer schießt denn da? Junge! Von wo werde ich beschossen? Ach, aus der scheiß Schießscharte da. Du Arschloch, du. Weg mit euch. Ja, so hättest du das wohl gerne. Aua. Mama, ich bin hier ganz alleine auf der Mauer. Was ist denn da los? Männer, wo seid ihr denn? Oh Gott. Oh nee, das ist eine scheiß Position. Ah, fuck, 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 fuck. Lasst mich raus! Lasst mich raus! Abbruch! Männer, Hilfe! Schützen! Schützen oder nehmt was! Oh Gott. Kurz mal in Deckung. Komm her. So, alleine könnt ihr nämlich gar nichts. Nur in der Gruppe seid ihr stark. Oh, das geht doch ganz gut. Verdammt wenig Verlust auf unserer Seite. Alter, dieses Burglayout, das ist so komisch. Das macht mich ja anders fertig gerade. Wo willst du denn hin? Hallo? Hier geblieben. Sag mal. Der spinnt wohl. Na gut, da hat er mir noch einen mitgegeben. Den schenke ich ihm. Los, jetzt stirb schon. Okay, wo sind noch welche? Da oben? Okay, haben wir sie noch? Drei Leute? Die sind irgendwo da unten. Gucken, treffe ich die von hier? Ah, wir haben sie schon, oder was? Hä, da unten wird mir noch einer angezeigt. Ist der denn? Wo zum Geier steckt der? Sag mir nicht, der ist wieder irgendwo so komisch verbuggt. Da unten wird mir auch noch einer angezeigt. Hm, ich glaube, da muss ich mich selbst drum kümmern. Die Truppen kriegen das, glaube ich, nicht hin. Das ist, wenn die jetzt wieder so ganz... Weil manchmal sind die ganz komisch in irgendeiner Ecke verbuggt, dann ist das ganz ekelhaft. Na gut, dass ich noch ein paar Pfeile übrig habe. Die werde ich wahrscheinlich brauchen.
So, hier unten wird mir einer angezeigt. Ah ja, da ist er, ja. Seht ihr, der hängt da jetzt nämlich in der Wand drin. Und die können ihn dann nicht treffen. Aber ich kann das. Was ist denn mit ihnen los? Oh nee, da hängt einer drin. Scheiße. Oh, bitte sag mir, dass ich den irgendwie treffen kann. Nein, da komme ich nicht ran. Fuck. Oh ja, das ist der letzte. Oh nein, das ist doch mies. Das ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich richtig ekelhaft. Ja, ja, den komme ich jetzt nicht ran. Müssen wir uns jetzt leider zurückziehen. Dann machen wir das einfach so. So. So geht's natürlich auch. Okay, weniger ein Problem, als ich gedacht hätte. Bogenschützen nehme ich natürlich immer gerne mit. Gefangene auch. Und dann haben wir eine neue Burg. Na, Gnade zeigen. Und jetzt müssen wir bloß die Armee da abwehren. Okay, was sagen unsere Truppen? Bisschen Verbesserung. Haben wir noch Platz? Ja, Gefangenenlimit überschritten. Dann ist das halt jetzt mal so. So. Die Burg können wir noch verwalten. Steckt da erstmal ein bisschen Geld rein. Und zwar, was wird hier gerade gebaut? Übungsplätze. 52% abgeschlossen. Festgelände bräuchte ich eigentlich. Wobei, Treue ist gerade ganz gut. Werkstätten wären gerade wichtig. Belagerungswerkstatt ist schon auf 3, okay. Mauern brauchen wir eigentlich eher weniger. Ich würde sagen, die Werkstätten sind als nächstes ganz gut. Dann das Festgelände. Und dann den Steuereintreiber. Oder wir machen... Übungsplätze brauche ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, dann machen wir jetzt erstmal die Werkstätten. 66 Tage ist schon heftig. Kriege ich das nicht noch ein bisschen beschleunigt? Nee, mehr wird nicht. Steuereintreiber machen wir als nächstes und dann Festgelände. Dann passt das. Garnison. Ah, da sind jetzt natürlich gar keine Leute drin. Aber egal, wir bleiben jetzt eh erstmal in der Festung. Da müssen wir die jetzt halten. Gut, dann haben wir das doch geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns an der Stelle in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.